Ich möchte dir heute wieder einige Informationen weitergeben von dem, was Gott weltweit tut. Das ist so faszinierend, das ist so ermutigend. Wie du weißt, leben wir ja in der Zeit der Bevölkerungsexplosion. Um das Jahr 1800 herum gab es etwa 900 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Das ist weniger als heute in einem Land wie Indien oder China allein leben. Kurz darauf, also kurz nach dem Jahr 1800, erreichte die Menschheit die Schwelle von 1 Milliarde Menschen. Seit Anbeginn bis zu diesem Zeitpunkt hat es also gedauert, um diese Schwelle zu erreichen. Um die Schwelle zu 2 Milliarden Menschen zu erreichen, dauerte es dann nur noch knapp 100 Jahre. Das war also etwa im Jahre 1900 der Fall. Und seitdem entwickelt sich die Menschheit mit einer zunehmenden Dynamik immer schneller. Und das hat einige interessante Aspekte in sich. Wenn du schaust, heute gibt es etwa 6,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Das sind genauso viele, wie es in der gesamten Geschichte vorher zusammengenommen gegeben hat. Oder anders ausgedrückt, die Hälfte aller Menschen, die es überhaupt jemals gegeben hat, lebt jetzt. Und durch die Explosion ist es so, dass die Hälfte von den Menschen, die jetzt leben, Kinder sind. Man geht davon aus, dass so um die 800 Millionen Menschen auf der Welt, etwa 12% der Bevölkerung, bibelgläubige Menschen sind, die eine persönliche, intakte, echte Beziehung zu Jesus haben, die eine Bekehrung erlebt haben. Christen. Etwa 2,3 Milliarden Menschen gehören irgendwelchen christlichen Gruppierungen oder Kirchen an, aber man weiß nicht, wie viele wirklich eine intakte Beziehung zu Jesus davon haben. Etwa 600 Millionen Menschen auf der Welt gehören in das Lager Pfingstler und Charismatiker. Das ist mit Abstand die größte Gruppe in der bibelgläubigen Christenheit. Bald werden diese Leute 10% der Weltbevölkerung stellen. Jeder 10. Mensch auf der Welt wird ein Pfingstler oder ein Charismatiker sein. Ich finde das begeisternd. Und interessant ist auch, dass über 85% aller missionarischen und evangelistischen Aktivitäten, die es heute gibt, Folge sind von dem Pfingstaufbruch, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Los Angeles in Azusa Street geschehen ist. Wo wäre die Christenheit, wenn es diese Ausgießung des Heiligen Geistes damals nicht gegeben hätte? Man geht davon aus, das ist eine schwierige Zahl, die immer wieder auch umstritten ist, aber man geht davon aus, dass irgendwo so zwischen 200.000 und 240.000 Menschen pro Tag sich bekehren und ein Leben in der Nachfolge Jesu beginnen. Das sind etwa 90 Millionen im Jahr. Andere Quellen gehen nur etwa von 50 Millionen im Jahr aus. Aber egal, du merkst, das Christentum wächst, es geht voran, es nimmt immer mehr Raum ein. Und wenn momentan auch jede der großen Weltreligionen von der Zahl der Anhänger her wächst, also die Zahl zunimmt, so gibt es durch die Bevölkerungsexplosion, doch was die Prozentwert angeht, den Effekt, dass sie alle stagnieren, alle rückläufig sind. Mit einer Ausnahme. Die evangelikalen Christen, und da zählen die Pfingster und Charismatiker dazu, die evangelikalen Christen wachsen schneller als die Bevölkerungsexplosion. Deshalb wächst das Reich Gottes auf dieser Welt jeden Tag. Es nimmt jeden Tag mehr Raum ein. Jedes Jahr entstehen weltweit etwa 50.000 neue Gemeinden. Es gibt weltweit momentan etwa 22.000 verschiedene Konfessionen oder Denominationen oder christliche Gruppierungen. Interessant ist, dass es in Deutschland den meisten Menschen, dass denen nur 2 davon bekannt sind. Es gibt über 23.000 christliche Dienste und allein 4.500 Missionswerke, die das Wort Gottes in der ganzen Welt weitergeben wollen. Ich finde das faszinierend. Und das Verhältnis von Christen zu Nichtchristen war vor 1000 Jahren etwa 1 zu 220. Und heute ist es 1 zu 6. Mit Christen meine ich wiedergeborene, bibelgläubige Menschen, die eine echte, intakte Beziehung zu Jesus haben. Nicht irgendwelche Leute, die
irgendeiner christlichen Denomination angehören, sondern die ein echtes Leben mit Jesus führen. Es gibt natürlich auch einen negativen Effekt. Es gab nie so viele Märtyrer wie heute. Im 20. Jahrhundert wurden mehr Menschen um ihres Glaubens willen umgebracht, als in der gesamten Zeit der Menschheit vorher zusammengenommen. Und auch das entwickelt sich stetig weiter. Man geht davon aus, dass heutzutage pro Jahr bis zu 500.000 Menschen um ihres Glaubens willen sterben. Und das bedingt einander, dieses Leid, das Wachstum des Reiches Gottes. Und ich persönlich glaube, dass wir in Europa auch dahin kommen werden, dass das hier geschieht. Was in Asien, was in Afrika, was in Südamerika geschieht, wird auch hier geschehen. Der Herr hat kein Ansehen der Person. Was er dort tut, wird er hier tun. Und ich lade dich ein, dass du dich einklingst in diese Dynamik dessen, was Gott tun wird. In diese powerhafte Ausbreitung des Reiches Gottes. Es ist unser Auftrag. Jesus hat uns den Missionsbefehl gegeben. Und er gilt für dich und für mich. Und ich lade dich ein, kling dich ein in das, was Gott weltweit tut. Denn er hat viel mehr für dich.